nachdem dann klar war, dass wir auf keinen Fall ein eigenes GT3-Projekt bringen, habe ich natürlich auch sehr viel mit Kiki, ich meine, ich bin täglich mit Kiki in Kontakt, auch wenn er in Thailand ist, habe ich mit Kiki sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Fast jede Stunde haben wir irgendwie schnell einen WhatsApp-Call gehabt. Ja, und was soll ich sagen? Kiki hat, wollte es nicht akzeptieren, dass wir, dass es kein GT3-Auto auf der Nordschleife gibt, wo wir nochmal Gas geben können. Und ja, innerhalb von 3 Tagen hat Kiki dann ein GT3-Projekt an den Start gebracht, was ich so niemals hätte kommen sehen. Herzlich willkommen zu einem Motorsport-Video sozusagen. Ja, ihr habt ja alle vor ein paar Wochen mitbekommen, das Thema kein eigenes GT3-Projekt. Erstmal vielen, vielen Dank an die mega vielen Zuschriften. Ich gehe da nochmal auf 2, 3 Punkte ein, eher auf 2, glaube ich. Warum kein gebrauchtes Auto? Es gibt doch überall gebrauchte Autos. Ich habe mir damals geschworen, nach dem Renault und auch nach dem gebrauchten Lamborghini Huracan-Projekt, wenn wir nochmal GT3-Sport betreiben, nur noch auf einem neuen Auto. Für Leute, die gar nicht so wirklich im Motorsport drin sind, aber unverständlich vielleicht, aber glaubt mir, ein Auto, was schon irgendwie 10.000, 15.000 Rennkilometer gesehen hat, vielleicht den einen oder anderen Unfall, gerade dann in einem kleinen Team, wie wir es sind, hat so viele negative Faktoren, was dann vielleicht nicht sein kann und du hast so wenig im Blick, wenn du dein Auto selber zerholzt, auf Basis von einem neuen Auto weißt du immer, wo du dran bist. Gebrauchtes Auto ist unfassbar schwierig in den Griff zu kriegen, außer du packst richtig großes Portemonnaie aus und machst eigentlich dann alles wieder neu. Dazu kommt, gebrauchte Autos aktuell, eine Porsche, nur mal als Beispiel, kostet Listenpreis, ich sag mal 600, also mit Option 650, 660.000 Euro. Dann kostet genau dieses Auto mit den Optionen, also Optionen heißt so Federweg, Telemetrie, Laser, Ride Height, Lichtpaket, was auch immer. Ne? Du musst ja immer alles so ein bisschen kaufen. So ein nacktes Auto kannst du ja heutzutage eh nicht fahren. Kostet das Auto einfach 150.000 Euro mehr. Plus, es ist ein ganzes Jahr gelaufen und ist unrevidiert. Das heißt, du zahlst für so ein Auto 350.000 Euro mehr wie ein neues Auto und hast immer noch ein gebrauchtes Auto. Das mache ich nicht. Das war nie die Intention. Und natürlich, super lieb, es haben mir so viele Leute dann irgendwie gebrauchte M4 geschickt, weil ich glaube, von einem deutschen Team, welches Insolvenz angemeldet hat, waren jetzt M4 GT3 zum Verkauf. Dann, aber wie gesagt, das war nie eine Option und wir haben, wenn gesagt, ein eigenes Auto. Nachdem dann klar war, dass wir auf keinen Fall ein eigenes GT3-Projekt bringen, habe ich natürlich auch sehr viel mit Kiki, ich meine, ich bin täglich mit Kiki in Kontakt, auch wenn er in Thailand ist, habe ich mit Kiki sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Fast jede Stunde haben wir irgendwie schnell einen WhatsApp-Call gehabt. Ja, und was soll ich sagen? Kiki hat, wollte es nicht akzeptieren, dass wir, dass es kein GT3-Auto auf der Nordschleife gibt, wo wir nochmal Gas geben können. Und ja, innerhalb von 3 Tagen hat Kiki dann ein GT3-Projekt an den Start gebracht, was ich so niemals hätte kommen sehen. Werden wir jetzt als McChip DKR zwar nicht mit einem eigenen GT3-Projekt auf die Nordschleife kommen, aber wir sind ausführender Betrieb von einem Projekt, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, was wir 100% nur durch das Engagement von Kiki zustande kommt. Vielleicht wissen einige, dass Kiki Sagnana in sehr vielen Geschäftszweigen unterwegs ist, von Automotive, von Department Store, von zig Sachen, also ich glaube, ich weiß nicht genau, aber es sind eine hohe zweistellige Summe an Firmenbeteiligung, wo Kiki beteiligt ist. Unter anderem, Renaso Motors ist Lamborghini-Distributor für den kompletten thailändischen Markt. Ja, und er hat natürlich dadurch sehr gute Connections, weil ich weiß es nicht genau, aber fast eine dreistellige Summe an Autos gehen da jedes Jahr nach Thailand, die dort verkauft werden. Wie gesagt, er ist Hauptdistributor für das ganze Land. Und durch seine Connections hat er es dann hinbekommen, dass er innerhalb von 2 Tagen verbindlich einen nagelneuen Lamborghini Huracan GT3 Evo 2024 vom Fließband bekommt. Und das Auto steht jetzt bei uns.
So, ihr solltet jetzt einen geilen kurzen Carporn gesehen haben. Hier ist ein brandneuer Lamborghini Huracan GT3 Evo, schon 2024er Spec, nicht 2023er Spec. Gab es letztes Jahr in der NLS bzw. 24-Stunden-Rennen ein 23er Spec von Abt. Hier ist jetzt aber noch ein anderer Deckel vorne verbaut und neue Bremsen und neue Bremsscheiben. Das ist ein Homologationsupdate gekommen. Und wir werden das Auto für und mit Kiki auf der Nordschleife einsetzen, in der NLS. Es wird sich grundsätzlich am Team nichts ändern. Es wird sich grundsätzlich am Fahrer-Line-Up nichts ändern. Kiki möchte das Projekt mit Christoph Breuer als Fahrer und mir führen. Und wir werden 2024, nachdem es wirklich jetzt sehr, sehr turbulent war, und dieses Ganze, dass das hier passiert, auch innerhalb von zwischen verbindlich, das Auto wird geliefert, bis hin, ne, sind 2 Wochen vergangen, also echt krass. Grundsätzlich hast du hier auch nochmal eine Wartezeit drauf. Ich bin ehrlich, wir haben damals nicht geschaut, ob es Lamborghinis zur Verfügung gibt. Das haben wir jetzt auch erst erfahren, nachdem Kiki das gemacht hat. Grundsätzlich kriegst du auch kein Auto. Durch die Connections, wie gesagt, ist so ein Auto da. Es ist ein ganz neues Auto, 0 Kilometer. Es ist vor 3 Tagen geliefert worden. Was haben wir vor? Wir werden 4 respektive vielleicht 5 NLS-Läufe fahren und sehen das komplette Jahr 2024, so wie es auch mit einem eigenen Projekt gewesen wäre, als Lernjahr. Kiki hat natürlich auch noch ein Engagement in der GT Open, wo er auf einem Mercedes AMG bei GetSpeed fahren wird, die komplette Saison, und da auch um die Meisterschaft mitfährt. Und der Plan ist, dass wir das NLS-Programm, vielleicht sogar auch inklusive 24-Stunden-Rennen, 2025 komplett ausweiten. Aber einen Schritt nach dem anderen. Für uns heißt es jetzt erstmal viel Arbeit. Auto ist, wie gesagt, angekommen. Und wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir euch bei diesem kompletten Projekt wieder mitnehmen, natürlich, was Rennen angeht, aber auch sehr viel zwischen den Rennen und auch was so grundsätzlich im Verborgenen normal passiert, euch mitnehmen. Da gibt es auch schon ein paar Ideen. Aber jetzt erstmal hier die Info. Wir kommen mit einem GT3-Auto auf die Nordschleife. Ihr werdet uns voraussichtlich bei NLS 1 und 2 beim Doubleheader sofort sehen. Wir werden nächste Woche das erste Mal testen gehen. Und für uns heißt es jetzt einmal komplettes Auto vorbereiten. Und alle, die denken, du kaufst ein nagelneues Auto, machst neue Reifen drauf und fährst damit auf die Rennstrecke, werden sich umgucken. Das wird wahrscheinlich so das erste Video sein. Wie viel Arbeit oder Nichtarbeit stecken wir jetzt in so ein nagelneues Auto, bevor wir den ersten Meter fahren? Wünscht uns Glück. Auto wird ein richtig geiles Design kriegen. Alle, die den Cayman kennen, können sich vielleicht ausmalen, wie das Design hier sein wird. Das Auto wird zur NLS 1 auf jeden Fall foliert sein. Glaubt mir, wenn ihr den einen oder anderen Hoodie bei uns aus dem Sortiment habt, matcht das perfekt. In diesem Sinne. Kranke Wendung. Ich freue mich drauf. Kiki freut sich drauf. Christoph und mein Team sowieso. Und wir sehen uns an der Rennstrecke. Please.